Leute, was geht? Lang ist es her, es geht wieder los. Das Video hat aber nicht so viele Aufrufe gemacht. Tinder, sie spucken sich an, immer die Schule besuchen. Gucken wir mal. So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Heute mal ganz auf spontan einen Tinder gemacht. Und zwar. Oh! Tinder, mag ich. Bei mir in mein Lieblingsformat auf YouTube, was ich 2 Jahre lang nicht mehr gemacht habe. Auf dem Schelmenmarkt. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir checken einmal die Mädels ab. Guckt sie euch an. Oh mein Gott. Schauen leider alle zu jung aus, Tanki. Also, sie ist doch im Kindergarten. Ja, Kindergarten einfach. Und jetzt, Jungs, guckt sie euch mal an. Wen haben wir hier? Hat jemand Zahnpasta? Hat jemand Zahnpasta bitte? Ganz dringend. Ich brauche Zahnpasta hier! Du bist auch da. Okay, komm her. Also, ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft. Tinder auf meine Art. Ich habe gesehen, es laufen wieder zu viele Zecken rum. Deswegen habe ich gedacht, der Originale muss mal wieder ans Licht. Ich würde sagen... Ich mach das Video mal ein bisschen lauter. Ladies first. Hi, Chaya. Hallo. Stell dich mal vor. Ich bin Leonie, ich bin 18, ich komme aus Gelnhausen. Okay, Leonie, du weißt, was heute deine Aufgabe ist. Ups, sorry. Ja, ich muss ihn abchecken und dann muss ich sagen, ob ich ihn daten würde oder boah, nicht. Boah, Jenny, du kennst meine Videos auswendig? Ja. 18! Immer dabei. Hey, wow. Check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying. Mund auf! Vielleicht können wir hier ein Placement klären, das ist my secret. Leonie, sag mir, ist es ein Date, ja oder nein? Nein. Er ist nicht mein Typ. Leute, 18 ist einfach 2006, es ist so hart. Er sieht aus, als wäre er einmal in den Fluss gesprungen und dann wieder rauskommen, hätte ich hier hingeschickt. Was meinst du denn? In den Fluss. Container rein und wieder raus. In einen Container rein und raus, ist hart. Wie muss denn dein Typ aussehen? Nicht so, ein bisschen breiter und... Hier, so wie Pumpen. Das ist doch ein breites Häschen. Wie billige Hose? Nein. Nein? Nein. Wie ein bisschen breiter, was noch? Bisschen breiter und gepflegter. Er muss gepflegt aussehen. Also du sagst, er ist in den Altcontainer reingefahren? Ja. Okay. Nicht so sympathisch. Also, ich wette, dass der andere gegenüber sie jetzt totbeleidigen wird. Angefangen, aber wir hören uns mal die Meinung von jemandem, yeah, okay? So, hi, stell dich mal vor, Jigi Jigo. Ich bin Kevin061 aus Gelnhausen. Aus Gelnhausen, ja. Wie alt bist du? Ich bin 19. Bist du mit dem Video einverstanden? Natürlich. Natürlich bin ich einverstanden. Bist du damit einverstanden, dass ich dir jetzt My Secret Placement kläre, um deine Zähne mal ein bisschen heller zu kriegen? Ja, nee, eben nicht. Okay, check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Sie hat einfach einen Hund dabei. So, sag mir, Kevin, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Geht gar nicht, weil das ist so ein Sie hat allen Jungs, die hier sind, schon Loch gegeben. Guck dir sein Gesicht nach, Wallah, du Gesicht. Verpiss dich aus meinem Gesicht sofort und hör auf, jetzt mal rumzuschreien. Hör auf, jetzt mal rumzuschreien, du Esel. Wenigstens. Hanne, was denn wenigstens? Was willst du jetzt rechtfertigen, wenn du jeden da in diesem Kreis Loch gegeben hast? Ich will's wissen. Was wenigstens? Was wird uns aus deinem Mund kommen, aus deinem qualitativen 18-jährigen Mindset-Kopf? Erzähl mal. Mit 19 keine 14-Jährigen. 15-Jährigen. Ey, warst du nicht diejenige, die hat? Nein, das war dein Ex. Das ist alles so schön. Es ist alles so schön, wenn man die Dialoge nicht versteht, weil alles zensiert wird. Super. Dann schneid's doch gar nicht rein. Ich will nur wissen, was er gesagt hat. Freunde, nur mal so zur Information. Und wenigstens bin ich mit deiner 15-Jährigen zusammen. Hallo, sei leise, hätte er einen Ort leise! Gehabt, du bist auf sein Pferd aufgestiegen. Auf sein Pferd aufgestiegen? Hat jemand ein Pferd bestellt? Das war alles zu viel. Digga, Wallah, diese Kinder, ne? Auch in 5 Jahren werde ich mitlachen. Egal wie sehr ich die disse, ich werde jedes Mal mitlachen. Na, die feiern sich für nix. Lern mal bitte Deutsch, bevor du mit mir redest. Und wenigstens, ey, ich bin nur 18, ich kenne keinen 15-Jährigen. Er ist mit einer 15-Jährigen Tom und ist 19. Schnauze! Er schläft! Du hast. Warum redest du? Du hast Krankheiten. Sei leise. Sei leise. Hallo. Ich hoffe, deine Mutter. Ich hoffe, deine Mutter. Mein Gott, wie das hier angefangen hat. Hallo, ey. Ich mach mal so, damit ihr auch alle schön in Full HD seht, okay? Ey, du bist lange Bein, alleine Schlange, weißt du? Was? Was? Hilfe, was? Sei leise. Du bist lange Bein, eine Schlange. Sei leise. Hallo. Ich hoffe, deine Mutter. Ich hoffe, deine Mutter. Mein Gott, wie das hier angefangen hat. Hallo, ey. Du bist lange Bein, alleine Schlange. Du bist lange Bein, alleine Schlange. Schlange, weißt du?
Schlange! Schlange! Und außerdem ist es voller Schlangen. Und die sind überall. Schlange! Du musst dich übergeben, machst ihn auf. Schlange! Klingt ja echt fesselnd. Schlange! 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 Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Du hast lange Beine wie ein Schlange. Das Schlange! Eine Schlange hat doch gar keine Beine. Du hast keinen Charakter, du redest wie ein Schlange. Du wirst die Fresse halten. Ja, bitte, danke. Das kam so aus dem Herzen. Kannst du bitte mal deine Fresse halten, Bruder, das ist hart. Er wohnt mit 19 in einer Einzimmerwohnung, wo gerade mal eine Matratze reinpasst. Ja und? Wenigstens hat er eine Wohnung. Schlange! Ich kann zu Hause schlafen, nicht wie du jeden Tag bei einem anderen Typen. Jetzt sollst du aber auch eine Zahnbürste besorgen, Onkel. Auf jeden Fall. Aber sie ist nicht dein Typ. Gar nicht, nein, überhaupt gar nicht. Nein. Würdest du sie nicht ansprechen draußen? Niemals. Niemals. Also dazu kann ich sagen, früher, wir hatten mal was. Was? Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Früher, wir hatten mal was. Okay. Früher, ganz früher, aber da hat sich mein Typ geändert. So, deswegen ist hier so viel Hass. Er darf gar nicht schießen, wir hatten mal was und dann hatten wir Streit und dann ist er mit der größten aus Gelnhausen zusammengekommen. Ihr seid 12, Land. Olli, ihr seid einfach 12. Okay, und wie hieß sie? Samira. Samira! Was geht an dich? Du bist eine von einem Hund. Das ist so geil. Samira, du! Schlange! Schlange! Gott! Oh mein Gott! Kein Date auf jeden Fall. Okay, kein Date. Wir machen weiter. Hi. Hi. Na, Chaya? Na? Stell dich mal vor. Ich bin Mia. Wie geht's dir heute hier unter diesen ganzen Talerhund? Ganz gut. Ja? Ja. Okay, du weißt aber... Ganz okay. Eine Chaya in gewohnter Umgebung. Aufgabe? Ja. Check ihn mal ab von oben bis unten. Ja, okay, der sieht am sympathischsten aus von allen. Ein netter, schöner, kleiner Student. Sag mir, würdest du ihn daten, ja, nein, begründet? Nein. Nein? Nein. Warum? Nein! Erstens, weil er dicke, ungepflegt aussieht. Und dicke, ungepflegt? Er ist der größte Flüschi, der ist aus Deutschland übers Meer gekommen. Was? Und aussieht als der größte Flüschi, der ist aus Deutschland übers Meer gekommen. Nicht Flüschi, Flüschi. Wie muss dein Typ aussehen? Ziegenbart oder so Vollbart und noch breiter gebaut und gepflegt. Okay, was bist du? Okay, der neue ist breit und nicht groß. Okay, verstanden. Landsfrau? Deutsch und Philippinen. Sag mal deine. Deutsch und Philippinen, okay. Mia Punkt. Was ist deine Mia Punkt. Sag mal deine Insta. Mia Punkt. Rede mal nicht, ey! Hör mal deine Fresse! Hör deine Fresse! Ich schwöre, halt mal deine Fresse! Wie redest du? Hör uns mal die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor. Ich bin Ahmed, ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Frankfurt. Okay, check mal Mia einmal von oben bis unten ab. Was ist das, Mia? Ich hab eine Frage. Ich hab eine Frage. Was ist dieser orange Streifen auf der Nase? Nebo? Schlange! So, sag mir, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nein, weil sie ist Rabe. Ach so, okay. Eine. Und damit ist das Thema beendet. Also, wir sind hier bei Fatih Pampel Monkey Tinder Folge und du wirst jetzt gefragt, wie du die Person gegenüber findest. Würdest du diese Person rein vom Optischen her daten? Ja oder nein? Antwort. Nein, weil sie ist Rabe. Deine Mutter ist die Erfindung von Freundschaft Plus! Mag das genauso wie so ein Satz wie: Deine Mutter hat abgefehlt, du Sohn! Es ist alles so witzig! Deine Mutter ist die Erfindung von Freundschaft Plus!
Deutsch auf Plus, du. Ich doch deine Mutter, du. Er sagt, nein, sie ist Bekaba. Sie antwortet richtig intelligent. Deine Mutter ist die Erfindung von Breuter plus seine Antwort. Ich f*** doch deine Mutter. Es tut alles so weh. Digga, Menschen entwickeln sich nicht weiter. Ich sag sie, wie es ist. Nein, sie macht weiter. Deine Mutter wurde so f*** gelegt, Digga, dass man die schon nicht mehr, dass man die nicht mehr erkennt. Die f*** ist ausgelegt, da passt ganz Tomler rein. Okay. Du ein F***er. Was mit billiger Hose? Ja, billige Hose soll auch mal leise sein. Du kannst schwer sagen als billige Hose. Sollst du nicht reden? Sei leise, du billige Hose. Was? Sei leise, du billige Hose. Du hast in meinen Augen kein Rederecht. Was hältst du von diesen ganzen Jungs? Abschaum. Alles kein Rederecht. Nur Schwänzen. Die du reinsteckst. Was also? Was, wenn ich so bin, wie bist du dann? Bist du dann bei F***, ne? Du nimmst alles, was bei Trench auf dem Baum ist. Was? 1, 2, 3! Ey, Mia! Er versteht nicht mal Deutsch! Er versteht nicht mal Deutsch, Digga! Bitte lies Deutsch, Spruch, damit du Deutsch lernst! Bitte! Ich hab ein Geschenk für dich mitgebracht! Was ist das? Was war das? Also? Oh, ein Kondom. Na super. Dieses? Also mein Geschenk? Komm mal her mit deinem Atem! Ey! Dein Geschenk, gibst du mir, weil es bei dir zu groß ist. Du hast keinen Sch*** da, wo es drüber passt. Ist er dein Typ? Nein. Du was geben und die Mädchen gibt es nur, Bruder. Jalla. Bruder, bitte rede nie wieder einfach mit. Kiss Amid. Was hat gemacht mit dir? Wer ist das? Kennst du doch? Du kennst mich doch? Nein. Du doch? Kennst du doch? Nein, die anderen, mein Kollege, die kennen doch. Komm, gemein, Kissi. Warum schubst du aber? Das ist alles so unangenehm. Hast du gesagt, wer ist Amid? Weißt du? Ja, du hast so viel Hochbodygang, dass du nicht mal kennst, wer ist Amid. Bitte langsam, bitte sprechen Sie doch langsam. Ist alles so weh. So, hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Luna. Luna? Die sieht nach einer netten jungen Dame aus, die sich nicht streiten wird. So. Luna. Mit guter Erziehung, hoffe ich. Luna. Woher kommst du, Luna? Aus Gelnhausen. Bist du auch einverstanden mit dem Video? Ja. Deine Eltern auch? Ja. Okay. Check ihn mal. Deine Eltern auch, ist hart. Von oben bis unten. Sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nicht mein Typ. Nicht dein Typ? Ja. Was gefällt dir nicht? Er muss ein bisschen größer sein. Muss ein bisschen größer sein? Wie noch? Das war's. Wie muss er denn aussehen? Sag doch, scheint sehr nett und lieb zu sein. Aber du hast korrekt gemacht. Sehr sympathisch. Hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Stell dich mal vor. Bruder, ich heiße Mohammed, bin 19. Okay, Mohammed, wie lange noch im Knast? Lange noch. Okay, check sie mal ab von oben bis unten. Try, baby. Würdest du Bruno, heißt du? Alter, Bruna, würdest du Bruna daten? Ja, nein, begrüßen. Nein, was ist dein Bodycount? 2. Bruder, sie lügt, die hat mehr als 200, wallah. Hey, Mann, deine F***, wie redest du kleiner Lappen, Alter, hä? Digga, du bist mein Halber, du bist nicht mein Mann, Digga, du bist nicht mein Halber, Mann, Digga. Was hat deine Mutter aus dir gemacht? Wir tun einfach mal so, als ob, ja? Weiter geht's. Da kann deine Mutter hinten haben. Wer hat den Pistolen? Ich hab meine Lappen, um Schwärme wegzuwischen. Seid leise. Die Fresse. Leise! Leise, Schlange! Von jedem Mann. Was? Jeden Tag. Die redet über mich nicht mal, Digga. Doch, sie macht korrekt. Du machst das. Mila, du hast zu viel Sendezeit bekommen. Sendepause. Weg da. Was mit dir? Willst du einen auf Krass? Willst du einen auf Krass tun oder was? Komm, mach einen auf Krass. Komm. Er hat wirklich Angst bekommen, ah! Was? Hallo! Hallo, Eilmeldung! Ja! Ein Junge will mit keinem anderen Jungen zu tun haben, die ist ein Junge, kein Mädchen, Walla, sie muss erst
Du musst dich erst ein bisschen benehmen, damit die anderen Jungs fühlen sich wie ein Mädchen. Ja, was? Ist mehr Mann als Hallo, ich dachte, du gehst in den Kindergarten und du hast Zeit. Du hast Zeit. Mann, nimm mal Deutschland. Bruder, die Frau, guck ich dich hin. Schieb dich nicht. Ey, was hat gemacht, meine Kollege dir? Digga, was für ein Hanna, aber meine Kollege. Digga, wer bist du? Geh endlich! Ich kann dich nicht mehr! Ich geh dich auch nicht! Ja, Digga, was laberst du da? Ne? Was laberst du? Was laberst du? Ich brauch gar nicht die Gurke, ich schwöre auf alles! Es macht so viel Spaß. Afghanische Gurke in ihn rein! Afghanische Gurke, Junge! It was at this moment that he knew. He. Oh! What the fuck? Sie hat ihn einfach angespuckt! Oh mein Gott! Oh nein, es wird Bomben regnen. Oh mein Gott, Bruder! Ekelhaft! Oh nein! Genau das wollen wir verhindern. Digga, ich hab schon eine Minute vorhin geguckt, aber das ist noch nie passiert. Oha! Die lachen auch noch, Bruder! Ekelhaft! Lass jetzt so ins Kleid gehen, ey, für afghanische Gurke! Bruder, wie kann man, wie alt ist die, 19? Wie kann man mit 19 so viel Power haben, Bruder? Digga, Alter, was passiert hier? Guck mal, die Horosan, Alter, 2019. Ich hab mir erst die reden einfach immer noch miteinander, Bruder. Die haben sich gerade gegenseitig angespuckt. Was passiert hier? Bist du der? Digga, der soll mal leise sein mit seinen... Oh nein, Luna, hallo. Luna, du warst die Sympathie hier im Video. Hör auf damit. Spanger, Digga, soll mal leise sein. Was? Wie? Auf einmal, sie redet, oh, diese Kanak... Mit seiner Gefängniszahnspange! Ich noch ein Mädchen? Doch, Bruder, doch, doch. Da haben wir die letzte, stell dich mal vor. Ich bin Paula, ich bin 16. Ja. Paula. Du bist 16, bleib doch mal zu Hause. Ja, geh mal Puppen spielen jetzt, bitte. Die Kuh, die macht nicht einfach Mu. Die macht einen Pudding, der hat Fleck. Naja, Pumpin, diese Witze und diese Slogans von Werbung, die kennen das nicht mehr. Du bist jetzt, glaube ich, auch Ü30, Bruder. Und diese Werbung läuft nicht mehr im Fernsehen. Keiner guckt mehr Fernsehen. Keiner kennt diese Luna-Dings-Werbung. Keiner. Paula, keiner kennt diese Werbung mehr. Niemand. Weißt du, sie darf sich sowas, was redest du da? Lass mal in Ruhe. Aufgabe ist, bewerten, abchecken. Genauso. Check ihn mal ab von oben bis unten. Yo, komm her! Man hat einfach. Man hat einfach diesen Gaumen gesehen. Ja, nur so. Diese Kippe. Nur diese. Er ist ganz heiß. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Guck mal, er sieht gut aus, aber er ist nicht mein Typ. Er ist nicht dein Typ, warum? Ich esse gleich diese Maus, Bruder. Werden diese 16-jährigen Kinder noch einmal sagen, wer ihr Typ ist und wer nicht, Walla. Ich steck diese Maus gleich in mein A. Kotze es aus und steck's nochmal in mein A. Ist einfach nicht mein Typ. Ich will. Was gefällt dir nicht? Schwer, aber guck mal, ich schwer! Einfach schwer! Was? Also, was ist dein Typ? Schwer! Was denn? Also, was ist schwer gerade hier? Was denn? Nein, entweder er gefällt mir oder er gefällt mir nicht und er gefällt mir nicht. Haben schwer. Wir ein Verständnis für alles so schwer einfach. Ja. Auch das von deinen Eltern? Natürlich. Okay. Natürlich. Hast du sehr korrekt gemacht, check. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor. Ich bin Walid und ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Anselbold. Okay. Wir grüßen alle unsere Väter. Check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. So, sag mir, würdest du... Oder wenn Walid 17 ist? Naja. Paula daten, ja, nein, begründet. Ich date zu selten kein Mädchen, aber einmal würde ich dich schon nehmen. Oder ich will sie nicht schießen oder so, guck mal, ich will ihn nicht und fertig. Ja, gut geredet. Trotzdem kein Wert, Bruder, und sag dazu nichts. Warum habt ihr so viel Hass untereinander? Bruder, eigentlich wollte ich eigentlich normal machen, so. Aber danach, ich hab diesen Flüschi gesehen und danach war es dabei. So ein Einmischiger, also bitte, sorry, sowas ist peinlich wie er. Du bist eine Blamage bist du. Okay, ich bin selber Blamage, aber du bist vor deiner Familie Blamage. Was machst du hier? Korrekt. Du hast über deinen Namen gebracht. Korrekt. Ich nicht. Hallo, ein bisschen Abstand halten, du stinkst. Ich liebe es so sehr. Hallo, ein bisschen Abstand halten, du stinkst. Blamage, was machst du hier? Du hast Schmutz über deinen Namen gebracht, ich nicht. Hallo, ein bisschen Abstand halten, du stinkst. Ich fisch. Es ist so schön. Du neben mir stehst. Junge, er riecht nach Fisch, wenn er neben mir steht. Neben mir. Was? Digga, bitte lern mal Deutsch. Sei leise, du stinkst nach Schwein. Oh, komm, ich... Hier. Scheißegal. Ja. Warte mal, ich... Also einfach Schwein sagen, ja?
du riechst nach Fisch, Digga. Sei leise, du bist ein Schwein. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Kann den Jungs mal jemand sagen, dass dieser Clip nicht witzig ist? Wie heißt Schweinerei aufgewachsen und. Ja, Bruder, lern erst mal Deutsch, bevor du mit mir redest, Digga. Lern mal Deutsch, Digga. Lern mal Deutsch. Wer bist du? 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 Fischgesicht, Alter, was du bist. Ja, mal, du hast Fischgesicht. Du kannst nicht ohne Make-up draußen kommen. Ja. Ja, komm. Also ich weiß, dass ich ungeschminkt genauso schön bin, wie ich geschminkt bin. Ja, wenn... Weiß ich nicht. Du, dich also ich muss mich nicht in einem Video fühlen, so wie du. Ja. Ich bin eine Gehose. Okay. Wenn du dich schon nennst, schmink dich mal jetzt hier ab. Ich gebe dir 10 Euro. Gib mir auch schon ein T-Shirt. Okay. Oh, okay. Fashion. Du bist der Mittler. Die soll jetzt machen. Mach. Hier. Okay, warte. Hat jemand Abschminktücher? Ja. Hallo. Doch, hat er. Er hat. Sein. Boah, ey, das war nicht nett. Das war nicht gut. Erbärmlich. Ich habe einen ganz interessanten Typen gehabt. Was hast du gemeint mit Kollegen? Ein Kollege, und ich weiß nicht, der hat angepasst ihn, aber das war... Reicht für heute. Weg damit. Weg aus meinem Gesicht. Sofort verpisst euch aus meinem Gesicht. Weg. Wenn ihr wollt, dass ihr weitere Fatih Pump Monkey Videos reagieren sollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Und falls du jemand bist, der kommentiert hat, ey, du hast doch gesagt, du reagierst nicht mehr. Ja, wir kommen in der Realität und wir sind nicht mehr in der Steinzeit. Dankeschön.